Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Dossier zu ARK Survival Evolved. Ist ja jetzt schon wieder ein Weilchen her und dieses Mal schauen wir uns den Purulovia an. Er ist ein Carnivore, also ein Fleischfresser, vom Temperament her geduldig. Ihr könnt ihn zähmen, aber nicht reiten. Purulovia verkörpert perfekt das Element der Überraschung. Man dachte zuerst, dass Purulovia ein Pflanzenfresser ist, jedoch entdeckte man, dass diese Kreatur ein sehr cleverer und geduldiger Jäger ist. Es vergräbt sich in den Dschungelboden und verfällt dort in einen Ruhestand, in dem es eine lange Zeit ohne Nahrung auskommt. Wenn eine andere Kreatur in der Nähe ist, springt Purulovia aus dem Erdboden und versenkt seine Reißzähne in seine Beute, bevor diese überhaupt reagieren kann. Als Reittier ist Purulovia zwar nicht geeignet, dennoch macht es sich gut als Beschützer eines Dorfes oder für eine Inszenierung eines Hinterhalts. Mit einem Rudel gezähmter Purulovia kann man ein Minenfeld aus tödlichen Krallen und Reißzähnen zusammenstellen. Jedoch muss jeder Hinterhalt mit Purulovia gut durchdacht sein, da es seinen Ruhestand verweigern wird, wenn es eine Bedrohung in der Nähe wahrnimmt. Kommen wir nun noch zu meiner persönlichen Meinung, was den Purulovia angeht. Ich muss sagen, ich finde sein Schema sehr interessant, dass er sich, wie gesagt, in den Erdboden vergräbt und dort auf seine Beute lauert und dann wirklich aus dem Hinterhalt dann hervorspringt, um sich seine Beute zu schnappen. Ich sag mal so, für PvP ist er zum Beispiel sehr gut geeignet, wenn zum Beispiel jemand für mich, der eben ganz normal Singleplayer spielt oder für mich hat er jetzt im Prinzip, ist seine Fähigkeit jetzt nicht so von Nutzen, außer wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte irgendwie auf die Jagd gehen und es dann vielleicht auf eine größere Kreatur abgesehen habe und so weiter und so fort, dann könnte das natürlich nützlich sein, aber ich sag mal, ich sehe ihn da eher im PvP-Bereich, wie es denn ja nochmal gut gesagt im Dossier mit diesem Minenfeld. Und ich habe ja auch schon mal vor einigen Dossiers gesagt, dass ich gerne neue Kreaturen mag, die ganz bestimmte Fähigkeiten haben, die da halt nur die haben. Was haben wir da zum Beispiel als, ich nenne wie gesagt gerne da den Aeropteryx, ich habe es eben nochmal nachgeschaut, ich weiß es nicht mehr, ihr wisst aber, wen ich meine, dann halt so, ne, als Fallschirm und so weiter, die halt alle so ganz bestimmte Fähigkeiten haben. Und das hat der Purulovia in dem Sinne. Von daher mag ich ihn eigentlich ganz gerne. Nur wie gesagt, ich würde ihn jetzt wahrscheinlich nicht so häufig benutzen. Aber ich denke mal, so PvP bitte auf jeden Fall sehr gut aufmischen. Gut, das war's. Ich bin gespannt, was ihr von dieser Kreatur haltet. Und bis dann.